Forum für Fahrzeuggeschichte, das war einfach die Idee, die wir vor über 15 Jahren hatten, als wir gesagt haben, als Automobilhistoriker, Fahrzeughistoriker, wir möchten gerne in eigener Regie die Freundschaften, die sich um dieses Thema ranken, vernetzen, weiter ausbauen. Es ist uns gelungen, aus einem kleinen Kreis von 10, 9 Personen heraus als Nukleus zu arbeiten, Freundschaften daraus zu generieren, Fachkompetenzen zu bündeln und dem Thema Fahrzeughistorie eine entsprechende Bedeutung zu geben, außerhalb der Industrie, aber nicht ohne die Industrie. Frau Jans ist da sehr genau. Wir sind die erfolgreichste Automobilfabrik der Welt, schon vor 30 Jahren gewesen, die je von der britischen Armee gegründet wurde. Und wenn Sie sich das alles vorstellen, einem Major Hurst und einem Colonel Radcliffe, denen das hier gefallen hat, mit den Menschen hier die ersten zivilen Autos zu produzieren, ohne die gäbe es uns heute nicht, denn ganz heimliche Leute hatten ja die Absicht auch, und da haben uns Experten vorgerettet, nämlich der britischen Automobilindustrie im britischen Test Center in Großbritannien, die ja den Volkswagen testeten, ob er als Reparation nach England gehen sollte. Und diese Experten haben das einzig Richtige festgestellt, dass dieses Fahrzeug kommerziell völlig uninteressant ist, wie Sie alle wissen. Das stimmte auch. Denn es hatte den Motor an der falschen Stelle, es hatte keinen Kofferraum, deshalb, es hatte ein Riesengeräusch, aber keine Heizung, es hatte nicht 4 Türen, sondern 2 Türen, es hatte also alles, was man sich vorstellen kann, was ein Auto nicht haben darf, wenn es verkauft werden soll, aber, und jetzt komme ich zu Ihrem Tag und wechsle zu Giugiaro, dieses Unternehmen basiert in seinem Erfolg nicht einzig, aber die Grundlage auf Design. Nämlich das Design des Herrn Porsche, das so ist, dass wenn heute ein VW über die Straße fährt, er angenehm auffällt, aber nicht alt auffällt. Wir haben ein Thema gewählt, das unsere Kollegen allesamt interessiert hat. Es ging um das Karosseriedesign im Automobilbau. Aus unserem eigenen Kreis haben wir den Ulrich Knaack gebeten, sich mit dem Thema Design zwischen Technik und Mode zu beschäftigen. Es ist die Zeit der Antike zum Beispiel charakterisiert dadurch, dass sie erst eine Trennung vorgenommen hat, die noch nicht ganz fertig war zwischen Handwerk und Kunst. Dann haben wir ganz weit zurückgegriffen und einen Zeitzeugen gebeten, den Luca Rezzonico, der eben in der Automobilwirtschaft groß geworden ist und sein Berufsleben bei Volkswagen beendet hatte und so auch als Zeitzeuge berichten konnte. Sie sehen hier ein Rendering, also eine Darstellung. Das heißt, die Ideen und Vorstellungen werden auf Papier, vom Designer auf Papier gebracht mit unterschiedlichen Arbeitstechniken. Und Sie sehen die Arbeitsmittel vor dem Computerzeitalter praktisch, wurde sehr viel auf Show gemacht, was hinterher natürlich ein bisschen verloren ging da in der Modellphase. Dann haben wir uns ebenfalls mit einem der auch auf dem sportlichen Sektor aktiven Designer beschäftigt, wo auch die Technik ins Spiel kam. Das war Eberhard Schulz aus dem süddeutschen Bereich mit der Firma Isdera, die vielen noch ein besonderer Begriff ist. Autos bauen, das habe ich nachher getan, aber das ist eine sehr kostspielige Sache, wenn Sie alles machen wollen. Und da wir sehr viel geheime Fremdaufträge für die Automobilindustrie gemacht haben, haben wir damit unser Geld verdient, dass wir schwarze Zahlen geschrieben haben. Und die Leidenschaft war eigentlich, die Isdera Autos bauen und verkaufen. Der Aktenschrank ist voll mit 225 Aufträgen, die wir durchgearbeitet haben. Manche sind davon noch gar nicht gekommen. Viele waren geheim für die Automobilindustrie. Erstes Auto.
entstanden 1968 bis 70 in Ostfriesland. Das Erbe des Designers Louis Le Poix, vielen gar nicht bekannt, wurde von Frau Kübler vorgestellt. Erika Kübler ist die Dame, die lange Jahre in dem Designbüro gearbeitet hat, einmal als Angestellte, nach einer Unterbrechung der eigenen Selbstständigkeit und völlig anderen Aufgaben ist sie zu Le Poix zurückgekehrt und hat gesehen, dass hier ein Erbe zu bewahren ist, und sie hat sich mit ihrem gesamten Vermögen für diese Aufgabe eingesetzt und das Erbe von Louis Le Poix dokumentiert, sortiert, dokumentiert und dann in einem Buch zusammengefasst, was uns einfach faszinierte. Er hatte Mühe, als Franzose mit seinen Ideen, die in der Regel fast 30 Jahre vorausgingen, jeder sagte, wunderbar, machen Sie weiter, machen Sie einen Prototyp, aber. Wir haben das besondere Vergnügen, in diesem Jahr den Grafikdesigner von Saab dabei zu haben. Er hatte uns bereits beim letzten Symposium eine Reihe von Bilder, aber elektronisch zur Verfügung gestellt. Wir durften diese Originale jetzt sehen und waren allesamt begeistert. Er hat aus seinem Leben eines Grafikers gesprochen, was ja auch eben die Grundlage, der Einstieg im Design gewesen war. Ronny Lutz. Dankeschön. Ja, also in meiner Berufslaufbahn habe ich ja also hauptsächlich mit so technischen Illustrationen für Information, Ausbildung und Werbung gearbeitet. Aber ich wollte ja schon immer so eigentlich Autos malen, die sich bewegen irgendwie. Und das war ja nicht möglich, weil in der Werbung damals hatten ja die Fotografie das schon völlig übernommen. Als Pensionär habe ich jetzt endlich die Möglichkeit, da Autos zu malen, wie ich selber möchte. Im Anschluss war das italienische Design ganz wichtig. Wir haben unseren Fachmann für Fruhr, Dr. Stefan Dierkes, eingeladen. Er ist ein junger Referent, der also die Recherche der möglichen Themen und Originale vorgenommen hat und seit vielleicht 10 Jahren das Fruhr-Register führt. Und wenn jemand etwas auch im Leben dieses Designers neu recherchieren konnte, dann war es eben Dr. Stefan Dierkes. Wer hat wen, wann und womit beeinflusst? Das ist auch für mich Forschungsneuland. Ich beschränke mich bisher darauf, die Werke Fruhrs zu katalogisieren. Ich mache das schon seit 20 Jahren und ich werde noch weitere 40 Jahre brauchen, geschätzt. Ja, bei über 220 Werken, die ich alle einzeln dokumentiere. Als weiteren Referenten hatten wir Michael Konrad. Konrad steht für die Firma Konrad Design. Konrad war in den 60ern im Studium an der Hochschule für Gestaltung in Ulm und hat darüber hinaus eben mitgearbeitet an diesem ersten Van-Konzept. Das war auch sein Thema. Der Van als neue Fahrzeuggattung mit variablem Innenraum. Eine neue Fahrzeuggattung, die mit unterschiedlichen Begriffen beschrieben wurde, als sie auf den Markt kam. Hochdachauto, Großraumlimousine oder Mehrzweckauto. Letztendlich hat sich die Bezeichnung Van durchgesetzt, was im amerikanischen Sprachgebrauch großer kastenförmiger Lieferwagen für den Warentransport bedeutet. Ganz treffend finde ich die Bezeichnung demnach nicht. Besonders interessant war der Blick über den früheren Zaun, sprich in die DDR. Wir hatten mit Matthias Kaluzer, heute selbstständig als Berater für Design, einen Zeitzeugen, der in den 70ern, 80ern bei der Autogestaltung in DDR-Betrieben beteiligt war und dort recht bald auch eine sehr signifikante Rolle einnehmen konnte. Ich sage mal, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, ich konnte ein bisschen zeichnen und wusste eigentlich nicht so richtig, was ich machen sollte. Damals hatte ich überhaupt noch gar nicht vor, in Richtung Automobildesign etwas zu machen, denn das war in der DDR verpönt. Also das hatten wir schon während der Abiturzeit schon erfahren. Also Automobildesign oder überhaupt in der Richtung Fahrzeugdesign können Sie vollkommen stecken lassen, das nicht. Zum
Abschluss hatten wir das, was unser aller Thema ist, nämlich das Schreiben von Büchern, das Dokumentieren entsprechender Themen im Kreise von F-Kubik. Ich glaube, dass es eigentlich vor den 1970er Jahren gar keine richtigen Designbücher gegeben hat. Schlicht und einfach gar nicht geben konnte. Wir haben entschieden, hier von diesem dritten Symposium ein Buch über den Verlag Delius Klasing zu initiieren und ihn mit einer diese Bücher auch mit einer Auflage von 200 bis 300 Stück erneut zu produzieren und damit auch die Reihe der Archiv für Fahrzeuggeschichte fortzusetzen. In dem Sinne sind wir sehr stolz über die in diesem Jahr durchgeführte Veranstaltung. Okay. Ja, genau. Und so alle hierher schauen. Alle zu mir schauen. Nicht verstecken. Genau. Und nochmal hierher schauen. Jetzt reicht's. Okay. Danke. Ich hasse das. Stehen Sie auch von der Reihe. Genau.